Ich denke, die Märzwerte, die waren schon außerordentlich gut. Einiges besser als die letzten Jahre, so mein Eindruck. Meine ging ja im Dezember erst ans Netz, aber die letzten Jahre waren definitiv nicht so gut wie dieses Jahr. Wer meine Anlage noch nicht kennt, hier ein kurzer Überflug über unser Heim im Süden von Deutschland. Kurzer Rundflug über meine Anlage 18,75 kWp, Aufteilung Richtung Süd, das große Dach, wo ihr gerade seht, 30 mal. Dann die Richtung West sind dann 10 Module und Richtung Ost dahinter, seht ihr auch gleich, sind nochmal 10 Module. Das sind 50 Module mit 375 Watt, Solarfabrik Mono S3, 120 monokrystalline Halbzellenmodule und die hängen an einem Fronius 17,5 3M Wechselrichter ohne Speichung. Hier diese Dachfläche, die ihr seht, die kann noch später belegt werden. Hallo Community, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt und grüße alle neuen sowie treuen Zuschauer. Wie ihr im Thumbnail schon entnehmen konntet, geht es heute um die PV-Werte des vergangenen Monats. Am Ende habe ich noch ein Zwischenfazit über meine zwei Strings, also Ost-West ist ein String und die Südanlage hat ein separates String. Wie der ein oder andere weiß, ist unsere Anlage nach dem Prinzip Dach voll gemacht worden, geplant worden und auch umgesetzt worden. Wir haben jetzt aktuell den dritten Monat, den wir voll produziert haben und abgeerntet. Und bis Ende März haben wir ca. 3,7 Gigawattstunde zu mickriger Einspeisevergütung verkauft. Aber wir wollen jetzt nicht jammern. Wir beziehen für unsere Gastherme noch Gas und wollen das, mal schauen, irgendwie noch den PV-Strom, den wir so günstig abgegeben haben, vergolden. Da gibt es ja die ein oder andere Möglichkeit. Immerhin haben wir mit unserer Einspeisung einiges an fossile Energien verdrängt und musstet nicht so viel Gas aus dem Osten beziehen. Immerhin, das ist ja viel wert, finde ich. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir mal in die Energiebilanz von dem letzten Monat. Wo fangen wir an? Schauen wir uns einfach mal den Monat an. So, da sind wir im März. Wie ihr seht, ist hier rechts oben keine Zahl. Gehen wir mal rüber. 1952 Kilowattstunde habe ich produziert. Da fangen wir einfach mal den schlechtesten Tag an. Ihr wisst, was am 15. war. Sahara-Staub. Sahara-Sand, Staub. Egal, es ist der gleiche Dreck. Abends habe ich dann gleich noch versucht, die Paneele sauber zu spritzen, aber es ist schon einiges runtergegangen, aber richtig sauber waren sind sie doch nicht. Da müssen wir jetzt doch noch ein bisschen mehr Regen abwarten, was wir auch Ende vom Monat dann doch tatsächlich noch gehabt haben. Hier haben wir noch ein bisschen Regen gehabt. Gut, die prognostizierten Werte waren bei mir eigentlich 57 Kilowattstunden pro Tag. Ihr seht hier, ist die 60er Linie. Ich bin an sehr vielen Tagen deutlich drüber gewesen. Der höchste Tag war der 27.3. mit 99,26
Kilowattstunde Produktion. Genial, oder? Von morgens 7.25 Uhr bis 19.30 Uhr. 99 Kilowattstunden. Okay, aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal im ersten an und gucken mal, ob man da was Interessantes findet. Schön angefangen. Die Ost-West-Anlage ist die blaue. Das ist ein bisschen bei mir, ist der eine String, Ost und West, zeichnet beides auf. Da komme ich am Ende dazu, wie das genau funktioniert. Okay, kurze Spitze drin, aber viel bewölkt an dem zweiten, dritten. Am dritten, dritten, da war es wieder ganz anders. Da haben wir eine schöne Sonnenstunde gehabt mit 82 Kilowattstunden, also ordentlicher Ertrag. Am vierten, dritten, am Geburtstag von meinem Vater haben wir auch einen sehr guten Ertrag gehabt. Die Kurve, ihr seht, morgens geht es auf der Ost-West-Anlage, also mit dem Osten, geht es schleppend, fängt es an. Der Südanteil der Dachanlage, der geht natürlich kräftig hoch. Am Abend, der Weste produziert noch einiges länger wie die Südanlage. Die Südanlage kriegt da kein direktes Licht mehr. Im hinteren Ratterschwanz, nenne ich es mal, sind es dann nur noch die Diffuslichtanteile. Hallo, aufwachen. 7.3. war ein schöner Tag, leichte Einbrüche. Wir werden jetzt auch hier noch den Direktverbrauch dazu nehmen. Dann beziehungsweise die Leistung vom Netz. Ist vielleicht auch interessant für euch. Mein Verbrauch morgens ist vor der Produktion und abends nach dem Ende der Produktion. Okay, Mittagsspitze, Kocher, Spülmaschine, irgendwas. Reicht natürlich immer wieder länger als raus. Hier seht ihr, spätabends nochmal Peak. Hier wieder ein kleiner Einbruch. 8.3. Also, sehr gute Tage haben wir auf jeden Fall im März gehabt. Die Südanlage, die arbeitet sauber, die geht kräftig hoch bis zum 15. Ich habe jetzt auch groß kein Minderertrag festgestellt wegen Saharasand. Hier haben wir mal noch schön verbraucht während der Produktion. So sollte es eigentlich auch sein. Hier genau das gleiche, immer auf der Habenseite, 13. 14. Ja, okay. Im Prinzip ist die Kurve deutlich zu erkennen, die Südseite, die steht einfach top da, keine Verschattungen. So, jetzt sind wir am 15.3., das sieht natürlich grausig aus. Machen die Leistung vom Netz mal raus. Das meiste, wie ihr hier seht, ist direkt verbraucht worden. 5,6 kW. Natürlich hohe Autarkiequote, aber wenn man nichts erntet, dann kann man natürlich auch sehr viel davon direkt verbrauchen. Der 17. war dann schon wieder ein bisschen besser, haben wir 30 kW Kilowattstunde geerntet. Aus meiste Server gebraucht.
Der 18. mit 40 Karat, das war jetzt also gerade so am Soll rumknabbert. Der 19. Der sieht jetzt auch ganz schlecht aus. Da haben wir sogar einiges am Verbrauch direkt selber abgenommen. Mittagsspitze war langsam ein Fliegen unterwegs. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wieder ein sehr schöner Tag mit 80 Stunden, Kilowattstunde. Ja, nochmal Leistung aus dem Netz dazu. Ins Netz war das, aus dem Netz. Ja, Leistung ins Netz ist aber auch interessant, oder? Ihr seht, es geht Großteil bei mir ins Netz. Ich bin auch noch nicht fertig mit meiner Anlage. Ich will den Strom noch anderweitig nutzen. 98,44. Einer der besten Tage bisher. Auch noch ein sehr guter Tag. 94,9. So, jetzt kommt der 27. Der hat natürlich 99,26. Fällt so viel zum über die Grenze. Ihr kennt sie, ihr seht sie, wo sie liegen sollte. Haben wir leider nicht geschafft. Schade eigentlich. Ist wieder ein bisschen runtergegangen. Aber große Ganze, ja. Was will ich meckern? 29. war es 150 kWh. 57 war der Schnitt. Und dann am 30. ist nochmal kräftig runtergegangen. 21. Und am 31. haben wir nochmal 33,87 Kilowattstunde gemacht. Schauen wir nochmal hier rein in die Kurve. April. Gehen wir den ganzen April zuerst mal an. März. Der ganze März. Die Kurve habt ihr vorher schon gesehen. Das ist jetzt also die Produktionsseite. Direkt ins Netz eingespeist und direkt verbraucht. Die Werte. Klappt nicht immer. So, 2308. Gehen wir auf die Verbrauchsseite. Hier sehen wir die Energie vom Netz bezogen und direkt verbraucht. Also, wie ihr seht, ca. 40%, 22% haben schlechte. Gehen wir mal auf die Jahreswerte. Können wir hier reingucken. Also im Durchschnitt Autarkie von 46%. Geht besser, denke ich. Hier wollten wir es nochmal reingucken. Und die einzelne Kurve, die Tageskurve. Was wollte ich euch da noch zeigen? Der beste Tag, der 27. So, ihr fängt morgens in der anderen Kurve, habt ihr gesehen, die Produktion der beiden Strings fängt gleichzeitig an, hört aber unterschiedlich auf. Hier sieht man auch, wenn man die Kurve weiterverfolgt, wird sie hier circa kurz nach 18 Uhr auf Null gehen. Warum produziert diese Westseite noch so viel am Ost-West-Strang? Gehen wir vielleicht noch mal in die andere Tabelle rein.
So, da ist die andere nochmal, die andere Ansicht. Direktverbrauch machen wir raus. Leistung vom Netz, Leistung ins Netz auch. So, jetzt haben die zwei Strings genau übereinander liegen. Warum startet die miteinander um die gleiche Uhrzeit? Ihr seht hier links in der Tabelle 0,08 Kilowatt auf beide Strings. Also fangen sie gleichzeitig an. Im Prinzip hören sie auch gleichzeitig auf, aber der Ertrag ist halt auf der Ost-West-String deutlich höher und die Südseite hat halt nur noch Diffuslicht. Warum? Ich habe dazu ein kleines Bild. So. So, Ost-West Anlage ist das da hinten, Ost, West, das ist die Südanlage. Morgens bei Sonnenaufgang trifft aktuell, ist jetzt der ganze Sommer so, zeitgleich die Sonne auf die Südanlage wie auch auf die Ostanlage. Also geht die auch gleich ordentlich hoch. Der Sonnenverlauf geht hier runter, überschreitet dann diese Linie. Das heißt, die Südanlage produziert nur noch mit Diffuslicht, wenn überhaupt. Aber die Westanlage hat noch direkte Sonneneinstrahlung. Darum ist der Rattenschwanz hinten aus. Dieser Rattenschwanz hier hinten. Diese Produktion. Ich dachte eigentlich aus meinem jugendlichen Leichtsinn, bevor ich die Anlage gebaut habe, das, was hier hinten losgeht, geht auch morgens, fängt auch so an, aber die Anlage selbst ist um ein paar Grad Richtung Osten ausgerichtet, 30 Grad, um genau zu sein, und das bringt halt diese Problematik mit sich. So, liebe Freunde, das war jetzt die Auswertung von der Einzeltage oder die Begutachtung der Einzeltage. Kommen wir jetzt noch zu meinen Werten, die mir mein Wechselrichter ausgibt. Ich hatte ja zwei Tabellen erstellt. Die eine Tabelle, die habe ich bisher immer täglich gefüttert. Bloß jeden Tag die Daten aus dem Wechselrichter rauszuziehen und aufzuschreiben, war mir ein bisschen mühselig. Ist halt auch Rechnerei dabei. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Gar kein Thema. Ich bin jetzt hergegangen und habe es anders schon gemacht. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis mein Fronius mir die Daten komplett geliefert hat. Am 1.4. bekomme ich die per Mail zugeschickt. Dann habe ich wieder meine 8900 Sätze über ein Makro sortieren lassen und eine Auswertung fahren. Wie ihr seht, hier die Einbuße vom Saharasand und zum Schluss nochmal und die tolle Werte. Also die grüne Linie ist die Kumulation, also von Ost-West hier rot, beziehungsweise die gelbe ist die Südanlage und das ist deren die Gesamtsumme in dem grünen Graphen. Ich habe jetzt auch noch hier die Zelle markiert. Alles, was über der prognostizierte Werte lag von PVGIS, wo ich ein separates Video dazu gemacht habe, findet ihr bei mir in meinen Videos. Habe ich also 56 oder 57 Kilowattstunden pro Tag ernten sollen und alles, was mehr ist, habe ich hier mal hellgrün gemacht und die beste Tage in rot. Die meisten sind natürlich über der Werte.
99,25. Ich kann sie doch mal einfach noch mal sagen, die 100 wollte ich eigentlich doch knacken, aber hätte nicht ganz gereicht. Egal, die kommen wir nächstes Mal dran. Insgesamt 2308 Kilowatt, die Gesamtanlage, 1603 über den Südstring und 705 Kilowattstunde über den Ost-West-String. Hier nochmal meine Dachfläche. Die Südanlage hat 60%, die Ost-West-Anlage 40%, also 2 mal 20, einmal die Ostanlage 20% und die Westanlage 20% hängen zusammen an einem String, obwohl der Wechselrichter nur zwei String-Eingänge hat. Funktioniert es, die basen sich nicht. Die 10 Module auf dem Ostdach und die 10 Module auf dem Westdach hängen in Reihe, sind aber parallel am Wechselrichter dran. Daher funktioniert es. Der zweite String hat dann die Südanlage ganz alleine für sich. Hier nochmal meine kleine Auswertung. Die 60% Südanlage haben 69% erwirtschaftet und die 40% der Ost-West-Anlage haben 30% erwirtschaftet der Gesamtergebnisse. Dann habe ich hier nochmal die Werte davor, also im Februar. Der Februar hat die 60% Anlagefläche 71,5% gemacht. Warum ist es so? Seht ihr gleich. Im Januar war es noch gravierender. Ganz einfach, die Sonne stand im Winter, sprich im Januar, Februar, viel flacher und dadurch hat die Ost-West-Anlage deutlich weniger Sonne abgekriegt. Logisch. Mal schauen, wie weit sich die zwei Werte noch an die tatsächliche Größe der Anlage ranpirscht. Bin ich auch mal gespannt. Schön. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Spezifischer Ertrag von 123,14 Kilowattstunde pro Kilowatt Peak. Endnutz. Leute, das freut mich. Dann bin ich hingegangen und habe die Tageswerte auf meine andere Tabelle übertragen. Auf die da, auf der März. Habe sie hier dann eingetragen. Und dann hat er wieder schön rechnen können. Genau. Das wird ja automatisch dann in die Übersicht übertragen. Gut. Hier sehen wir jetzt Kilowattstunde aus dem Netz 192, Ertrag pro Monat 2308 Kilowattstunde, die Einspeisung war 2158 und was kriegen wir dabei raus? Hier sind die 53,7 Kilowattstunde, wo ich anfangs gesagt habe, wo ich tagtäglich erreichen muss, um an das Soll von PVGIS ranzukommen. Das wären doch PVGIS quasi die 1665 Kilowattstunde. Das habe ich gekriegt, ja einiges mehr. Ich bin gelandet bei 138,6%. Also knapp 40% mehr als PVGIS vorausgesagt hat. Bin sehr zufrieden. Nächsten Monat gerne wieder. Mein Verbrauch war 1117. Der Netzbezug 723, der Eigenverbrauch 393 gibt eine Autarkiequote über Januar, Februar, März zusammen von 35,2%. Kann sich doch sehen lassen. So, das war das eigentlich schon mit meiner Tabelle. Machen wir zu. Aber ich muss schon sagen, diese Auswertung hier mit einer Kurve finde ich nicht schlecht. Okay, schließen wir das Ganze. Hier nochmal ein Bild vom kurz nach dem Bau der Anlage. Gerücht steht halt noch, da das Haus letzte Herbst auch frisch gestrichen worden ist,
Das hat man gleich in einem gemacht. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ja, genau. Produktionszeitraum vom Februar und im März, die Unterschiede. Im Februar war es von 7:20 Uhr bis 18 Uhr und im März von 7:30 Uhr bis 19:20 Uhr. Das sind also 10 Stunden 40 zu 11 Stunden 50. Eine ganze Stunde, wo man jetzt mehr Sonnenschein hat und man sieht es auch abends, ist schön lang hell, kann was mit der Zeit anfangen. Der Garten wartet, der will auch wieder gepflegt werden. Also auf geht's in den Garten, da gibt es auch noch was zu tun. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen.